Fachwerkhaus am Markt 22. Der Arbeitseinsatz vom 31. Juli 2012. Der Arbeitseinsatz der Projektgruppe Fachwerkhaus am Markt 22 stand heute am 31. Juli 2012 ganz unter dem Zeichen des Tags des offenen Denkmals am 9. September 2012. Heute waren also nicht, wie an den letzten Dienstagen, alleine die Praktika der Gruppe vor Ort und führten weitere Aufräumarbeiten an und in dem Gebäude durch, sondern auch der Stab der Theoretiker hat unser Schmuckstück am Markt aufgesucht, um die Arbeiten zu begutachten, die Räumlichkeiten auf Durchführbarkeit einer Besichtigung zu prüfen und um letztlich zu planen, wie der Tag des offenen Denkmals in dem Gebäude und dem Marktplatz aussehen soll. Dabei gibt es sehr viel zu beachten. Genehmigungen sind einzuholen und Versicherungen zu konsultieren. Mein Name ist Michael Dietrich, bin Beamter bei der Telekom, gelernter Nachrichtentechnikingenieur und passionierter Heimwerker. Obwohl ich jetzt hier nicht in der anderen Gruppe, in der Praktikergruppe bin, die sich um, ja, sag ich mal, das Aufarbeiten von Fachwerkhäusern etwas kümmert, betreue ich das hier in der Theoretikergruppe, weil passt ja beides in mein Anforderungsprofil. Ich bin gebürtiger Herzberger, weiterhin engagiert bei Arbeit, Leben, Zukunft e.V., die hier einen sozialen Betrieb in der Innenstadt betreiben. Ferner bin ich Stadtratsmitglied in der SPD-Fraktion und daher ist es mir natürlich ein Anliegen, dass hier in der Stadt, sag mal, nicht allzu viele Lichter ausgehen. Wenn wir uns hier umgucken, sehen wir sehr viele Leerstände, leere Geschäfte, leere Häuser. Und Ziel der Immobiliengruppe, der Andock-Gruppe ist, das Augenmerk der Bevölkerung, aber auch von Interessenten an Häusern, an Wohnraum, sag ich mal, auf diese alten Häuser zu richten, damit vielleicht die Angst vor so einem älteren Gebäude geringer wird, dass man die Potenziale sieht, weil wir stehen hier auf dem Marktplatz und hier gibt es keine Baugrundstücke für Einfamilienhäuser, da muss man sich schon eins kaufen, was ja äußerst günstig ist, wenn man hier die älteren Gebäude sieht und dann nicht ganz unerheblich viel Geld einzustecken, um auch wieder ein Haus zu haben, was dem heutigen Stand der Technik entspricht. Möglich ist es. Wir eruieren dies hier in der Gruppe. Wir besorgen fachliche Auskünfte von Handwerksmeistern, zum Beispiel Elektromeister, Heizungsbauer, die hier, sag ich mal, ihr Angebot abgeben, was hier zu machen ist, um aus so einem Haus ein relativ neues Haus wieder zu machen, wenn auch mit alter Fassade. Und es hat seinen Charme, hier in der Stadt zu wohnen, in so einem alten Fachwerkhaus. Jeder weiß, dass die Klimatik in einem Fachwerkhaus sehr, sehr gut ist. Durch den Lehm, durch das Holz, es sind keine unnatürlichen Baustoffe. Und es hat schon in den letzten Monaten, wir sind jetzt ungefähr 4-5 Monate dabei, durch die Aktivitäten gibt es eben schon Leute, die sich interessieren und mit etwas Glück finden wir auch einen, der so ein Haus dann übernimmt und saniert, um darin zu wohnen. Immerhin werden Besucher des Gebäudes am 9. September 2012 einen Rohbau betreten und müssen sich vor einer Führung den Risiken des Betretens eines unfertigen Hauses bewusst sein. Wie bei anderen Denkmälern auch, werden die Besucher auch hier durch ein Schild vor dem Eingang darauf hingewiesen, dass sie ein denkmalgeschütztes Haus betreten, welches sich zudem im Umbau befindet. Jeder kennt diese Hinweistafeln von Führungen durch Denkmäler aus seinem Urlaub oder von anderen Gelegenheiten. Ferner wurde besprochen, ob vor oder in dem Gebäude etwas ausgestellt werden möchte, was dies sein könnte und welcher Art die Führungen durch das Gebäude sein könnten. Hier werden wohl Interessierte von Experten verschiedener Gebiete wie Elektrik, Heizung und historische Bausubstanzen durch das Haus geführt werden. Ach so,
Eine Führung wird dabei wohl immer einen Schwerpunkt auf einem dieser Gebiete haben. Persönlich hätte ich mir auch noch gewünscht, dass vielleicht noch Informationen zur Historie des Gebäudes angeboten werden würden und vielleicht auch etwas zu dem Baustil gesagt werden könnte. Es wird sich zeigen, ob hier vielleicht noch jemand etwas dazu sagen kann. Viele dieser Punkte wurden in dem Gebäude erörtert. Und zusätzlich gab es im Hof eine Sitzgelegenheit, in der unsere Theoretiker tagen konnten. Hier wurde lange diskutiert, um möglichst alle Punkte zu beleuchten. Aber ich vermute, dass ein Abend im sommerlichen Herzberg alleine dazu nicht ausreichen wird. Wir hoffen, dass mit Hilfe von Herrn Drebing-Bachmann und dem Fachwerkhausprojekt des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Herzberg am Harz eine Ausstellung über die sanierten Fachwerkhäuser der Stadt zustande kommt. Weiter möchten wir ein paar Fotos von dem Projekt ausstellen und, wenn es eingerichtet werden kann, auch Filmmaterial von dem Renovierungsprojekt zeigen. Hier wird es sich aber noch ergeben, ob dies alles technisch umgesetzt werden kann. Unsere Praktiker ließen sich von all diesen flüchtigen Worten nicht beeindrucken und schufen bleibende Tatsachen. Letzte Müllberge aus dem Garten wurden entfernt und weiter wurde ein Fundament für einen Zaun zum Hof des Nachbarn vorbereitet. Hier musste Efeu entfernt werden, so dass mit Spaten und Spitzhacke einigen Wurzeln zu Leibe gerückt werden musste. Praktischerweise wurden bei dieser Gelegenheit direkt alle Pläne verworfen und das Fundament wird nun größer und stabiler ausfallen. Es hatte sich herausgestellt, dass eine Installation des Zaunes sonst eventuell eine Beeinträchtigung des Grundstücks des Nachbarn bedeutet hätte oder eben andernfalls nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen würde. Um dies entsprechend vorbereiten zu können, musste ein weiterer Baum gefällt werden. Die Pflanzen auf dem Grundstück sind nicht von hohem Wuchs, so dass dies kein Verlust darstellen sollte. Zumal ein Käufer die Grünanlage sicherlich so gestalten werden wird, wie es seinen Vorstellungen und seinem Geschmack entspricht. Bei den Aufräumarbeiten wurden dann noch zwei Gruben entdeckt, über deren Funktion ein wenig gerätselt wurde. Das ist eine Jauchegrube da hinten. Und das hier? Ja, da gehen die. Da muss man ja Da war Archäologen ein Rost drauf und da hat man sich die Füße abgetreten. Durchaus möglich. Eine ursprüngliche Sickergrube war ja schon vor längerem mit Brettern versiegelt worden. Diese Sicherung konnte nun mittels einer alten Tür verbessert werden. Wozu aber das neu entdeckte Loch einmal diente, wurde nicht geklärt. Da der Tag für mich sehr anstrengend war, denn ich darf auch bei der Zukunftswerkstatt Herzberg eine Woche lang ein Projekt begleiten, war ich hocherfreut, dass zu diesem Arbeitseinsatz eine richtig kernige Erbsensuppe zur Verköstigung gereicht wurde. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige war, der über diesen Luxus erstaunt und erfreut gewesen ist. Wenn so viele Menschen an einem Ort sind, bleibt es nicht aus, dass viel erzählt wird. Und so ergab es sich, dass noch über den Zeitpunkt hinaus, an dem Arbeiten durchgeführt werden sollten, ein Grüppchen auf dem Markt vor dem Haus stand, über das Gebäude, das Projekt und Gott und die Welt sprach. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonschorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 51015, Kontonummer 16 000 6441.